24. September sind wieder mal Bundestagswahlen, eins der wichtigsten Events dieses Jahr. Damit der 19. Deutsche Bundestag so wird, wie man es sich wünscht, muss man wählen gehen. Aber was gibt es in diesem Wahlkampf eigentlich für Themen? Mit eins der größten Themen ist die Digitalisierung. Wie steht es um den Breitbandausbau oder das Mobilfunknetz? So gut wie alle Parteien nutzen dieses Thema als großen Bestandteil ihres Wahlprogrammes. Insbesondere die Piratenpartei, die das jedoch auch schon bei der letzten Wahl getan haben, und die FDP. Des Weiteren beschäftigt die Bildung viele Politiker derzeit. Unzählige Schulen sind marode und müssten saniert, renoviert und modernisiert werden. Außerdem herrscht aufgrund von Fehlberechnungen in der Politik enormer Lehrermangel, sodass teilweise pensionierte Lehrkräfte wieder eingestellt werden. Zudem steht die Diskussion im Raum, ob Kita- und Studiengebühren abgeschafft werden sollten. Ein eher bei vielen Parteien unbeliebtes, aber trotzdem notwendiges Thema ist die Flüchtlingspolitik. Hier fällt einem natürlich zuerst die AfD ein, die gegen Migranten und Asylbewerber wettert, wie kein anderer. Jedoch haben viele andere Parteien weniger extreme Meinungen zu diesem Thema. Zwar ist die Anzahl der hier ankommenden Flüchtlinge im Laufe dieses Jahres stark gesunken, nichtsdestotrotz müssten Asylanten integriert werden und die Möglichkeit bekommen, ein neues Leben in Deutschland aufzubauen. Mit einher geht auch das Thema der Sicherheit und Verteidigung. Rechten zufolge seien Flüchtlinge dafür verantwortlich, dass es in Deutschland und dem Rest von Europa Terroranschläge wie Berlin, Barcelona, Manchester oder Nizza gab. Im Allgemeinen steht die Frage im Raum, ob die Bundeswehr auch im Inland eingesetzt werden darf, um Terror zu verhindern. Außerdem möchten einige Parteien, wie zum Beispiel die CDU, Videoüberwachung und Online-Tracking weiter ausbauen. So sollen die Gesichter von Passanten in der Öffentlichkeit erkannt und abgeglichen, Chatverläufe von WhatsApp und Co. durch einen sogenannten Bundestrojaner ausgelesen oder Mobilfunk- und Verbindungsdaten durch die Vorratsdatenspeicherung gespeichert werden. Im Gegensatz zur CDU wettert beispielsweise die Piratenpartei hart dagegen und befürchtet eine starke Verletzung der Privatsphäre. Ein anderer großer Themenblock ist die Arbeit, wo einem vor allem die SPD und CDU in den Kopf kommen. Es geht unter anderem um das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau, Alt und Jung, Christen und Muslimen und so weiter. Außerdem wird die Frage gestellt, ob Frauen weniger Lohn bekommen und wenn ja, wie man das ändern kann. Die Linke fordert zusätzlich eine Anhebung des Mindestlohns. Auch der Einsatz von Leiharbeitern ist höchst umstritten, da diese meist günstiger als Festangestellte sind und diese dann keine Arbeit mehr finden. Ebenfalls diskutiert man über die Sicherheit der Berufe in der Zukunft, wenn Maschinen und künstliche Intelligenzen immer mehr und mehr Jobs übernehmen können. Im Zuge der Arbeit werden auch grundlose Kündigungen in Arbeitsverträgen kritisiert. Viele Parteien streiten auch über das Thema Verkehr, was im Autoland Deutschland höchst wichtig ist, insbesondere nach dem sogenannten Abgasskandal von VW, Porsche, Mercedes, BMW und Audi. Neben autonomem Fahren und Elektroautos wird auch über ein mögliches allgemeines Tempolimit diskutiert, da Deutschland beinahe das einzige Land weltweit ist, das Stellen auf der Autobahn ohne eine Beschränkung der Geschwindigkeit hat. Vor allem Parteien, die im linken Spektrum einzuordnen sind, fordern das. Des Weiteren sind marode Straßen und eine mögliche Maut ein Problem. Auch Gesellschaft und das Gesundheitssystem sind wichtige Punkte im Wahlkampf. Zum einen ist die Frage, wie man soziale Gerechtigkeit in den Punkten Kinderarmut, Rente und Sozialleistungen erreichen kann. Neben der für dieses Thema bekannten SPD sorgen sich auch die Grünen, die Linken und die Piratenpartei um dieses Thema. Einige fordern so beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zum anderen ist die Frage von Kranken- und Alterspflege populär, unter anderem weil Pfleger wenig verdienen, aber wichtige Arbeit in der Gesellschaft verrichten. Auch das Gesundheitssystem ist vor allem ein linkes Thema. Während die FDP ein starker Gegner davon ist, fordern viele, dass das Zweiklassen-Gesundheitssystem, welches unterteilt in private und gesetzliche Krankenkasse ist, abgeschafft wird und durch eine einheitliche Versicherung ersetzt wird. So. Das waren die wichtigsten Punkte der zur Wahl stehenden Parteien in dieser Bundestagswahl. Ich habe versucht, die Themen und Parteien so objektiv wie möglich darzustellen und keinerlei Meinungsbeeinflussung zu betreiben. Und natürlich sind das noch lange nicht alle Themen, aber zumindest die verbreitetsten. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr wisst, was ihr tun könntet und damit bis zum nächsten Video.